Es war vor 30 Jahren. Watson war ausgezogen und die Touristen waren in die Baker Street zurückgekehrt, um einen Blick auf den echten Sherlock Holmes zu werfen. Ist er das? Ich habe Sherlock Holmes gesehen, mit dem Hut und der Pfeife. Ich bevorzuge Zigarren. Ich habe Watson gesagt, falls ich je eine Geschichte schreibe, dann nur zur Korrektur der Millionen falschen Vorstellungen, die seine poetische Freiheit geschaffen hat. Haben Sie schon eine Geschichte geschrieben? Ich bin gerade dabei, es zu versuchen. Ich hatte diesen Fall angenommen, der mein letzter werden sollte. Sie kommen wegen Ihrer Frau? Woher wissen Sie das? Wenn man ein Detektiv ist und ein Mann dich aufsucht, geht es gewöhnlich um seine Frau. Meine Anne hat sich verändert. Dieser Fall zeigte mir, dass die menschliche Natur ein Mysterium ist, welches die Logik allein nicht erhellen kann. Ich musste am schärfsten Verstand sein. Sie brauchte meine Hilfe. Aber ich konnte ihren Fall nicht lösen. Watson hat die Geschichte geschrieben, aber er hat ihr Ende verändert. Was ist denn passiert? Ich muss einen schrecklichen Fehler begangen haben. Ich habe das Exil gewählt, aber als Strafe wofür? Beschäftigen Sie sich nochmal mit dem Fall? Man sollte dieses Leben nicht ohne das Gefühl der Vollendung verlassen.